Kennst du den Arzt, der hat das endlich gut erklärt, lohnt sich bis zum Ende zu schauen? Ja, die Unterscheidung zwischen das mit einem und zwei S ist notorisch schwierig und für viele Menschen ein echtes Problem. Aber ich verrate euch jetzt den einen Hack, mit dem ihr es todsicher auseinanderhalten könnt. Ja, geht bis zur dritten Klasse mindestens in die Schule, Bro. What the fuck? Also wer, der in Deutschland aufgewachsen ist, Bro, und wirklich einfach normal in der Schule war, verwechselt diese beiden. Schau dir mal das an. Das ist crazy. Das ist wirklich das Allereinfachste, was es gibt, Bro. Wenn es deine Muttersprache ist. Wenn nicht, Digga, check ich irgendwo. Aber wenn es deine Muttersprache ist, Bro, what the fuck, Alter? Das ist crazy. Und zwar, wenn es sich bei dem mit das eingeleiteten Nebensatz um einen Attributsatz handelt, in dem das durch das finite Verb mit seinem jeweiligen syntaktischen... Ja, jeder weiß das. Ich werde es nicht gucken, Bro. Okay, was ist das hier? Dann zeig mal, was du kannst. Okay, das ist easy. Ich werde kein einziges falsch haben. Watch this. Watch this, Chat. Alright. Frage das oder das halt. Ich bin überzeugt, dass er kommt. Ich bin überzeugt, dass. Weil das bezieht sich auf, dass ich überzeugt bin. Er meint, dass sie verlieren. Oh, okay, das ist ein tricky one. Okay, er meint das mit Doppel-S. Er bekommt ein Urteil, dass er hart ausfällt, weil das Urteil fällt hart aus. Damit ist das Urteil gemeint. Er bekommt ein Urteil, dass er hart ausfällt. Ja, müsste stimmen. Das bedeutet, dass er fiebert. Die Statistik zeigt, dass der Verkehr zunimmt. Es bezieht sich auf das Zeigen. Zeigt das. Genau. Wer meint das Lernen, wer meint, Komma, das Lernen, weil das ist das, was man meint, dann ist doch klar, dass Jugendliche das tun wollen. Zigaretten sind Drogen. Das ist vieles nicht klar. Das ist viel nicht klar, so. Weil das, der Fakt ist viel nicht klar. Falsch. Darf ich mir einen Welches Bein ist falsch? Okay, wir machen mal weiter. Vielleicht habe ich wirklich was falsch, ich weiß nicht. Sie denken, dass sie dann erwachsen sind. Sie denken das. Rauchen ist gesundheitsschädlich, das ist der Beweis, dass es immer noch funktioniert. Die Aussage stimmt, dass immer noch viele Jugendliche, sie wissen, dass Jugendliche vielleicht dazu beeinflussen sind. Ja. Das kann dazu führen, dass... Wer glaubt, das Tragen... Oh, das ist ein Trigger. Wer glaubt, das Tragen... Da geht es ja um das Tragen, also... Mit einem S. Berücksichtigt man außerdem, dass er Angst hat. Was sind schon schwere, sehr schwere. Das sind schon sehr schwere Beispiele teilweise. Berücksichtigt man außerdem, dass er Angst hat, wurde man sich noch mehr... Ich denke, dass sie das nur sagen, das Essen, das man genießt, ist naturrein. Ich verstehe nicht, dass das mit dem... Was? Ich verstehe nicht, dass das mit dem das und dem das so schwer sein soll. Das ist eine Konjunktion und das ist ein Artikel oder Pronomen. Ich muss bereits bei der zweiten Frage für 5 Euro den Telefon-Joker benutzt haben. Bro, what? Ja, dann sag mir doch wo. Kontrolliere erst, wenn du alle Lücken ausgefüllt hast. Ja, Arschloch, hab ich. Wait, achso, ja, okay, die habe ich mich verschrieben. Okay, fair. Er bekommt ein Urteil, dass er das bedeutet, dass er fiebert. Das würde man doch nicht so schreiben. Hä? Oder was? Digga, Groß-Kleinschreibung ist wichtig. Oh mein Gott, Bro, ja, Junge, sorry, Alter. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass wir hier so eine, dass es hier so auf Opfer gemacht ist, Digga. Sorry, wer meint, dass Lernen nichts bringt? Bro, was? Das schreibt mir doch nicht mit einem S. Wer meint, dass Lernen nichts bringt? Sobald man das mit dieses, jenes, welches austauschen kann, wird es mit einem S geschrieben. Ja, ich check, aber ich meine, es geht doch darum, wer meint. Es ist aufs Lernen bezogen. Ich meine, das ist ja eher, ja, wer meint, dass Lernen nichts bringt? Wer meint, dass Lernen... Ja, also ich check auf jeden Fall, was ihr sagt. Er kann nicht lesen, die ist richtig. Wer meint, dass Lernen bringt nichts, schreibt schlechte Noten. Die Lücken für das mit... Ja, ich check's, das Lernen. Ich verstehe, was ihr meint. Oder was meint ihr?
Ja, es ist so, wer meint, das Lernen bringt nichts, schreibt schlechte Noten. Aber ich glaube, geht nicht beides? Ich habe das Gefühl, beides ist legit hier. Es ist halt eine Frage von Formulierung, oder? Oh, weil Lernen groß ist. Oh ja, okay, fair, stimmt. Sonst wäre Lernen klein. Okay, oh mein Gott, sorry. Bro, da sind auch crazy Fallen eingebaut, Junge. Kein Schwanz würde den so einen Satz schreiben. Okay, was haben wir hier? Rauchen ist gesundheitsschädlich. Das heißt, dass man krank werden kann. Okay, das verstehe ich real talk nicht, warum das falsch sein soll. Das checke ich nicht. Achso, weil das der Fakt quasi. Das heißt nicht das Rauchen. Das bezieht sich nicht aufs Rauchen, sondern auf die Aussage. Das würde ja, sonst würde ja stehen, dass Rauchen heißt, dass man krank werden kann. Das macht keinen Sinn. Ich check's aber, weil es geht halt um die Aussage. Das heißt, diese Aussage heißt, das ist was anderes als... Obwohl, nee, ich finde, das macht keinen Sinn. Ich würde das 100%ig so schreiben. Aber hier ist dasselbe Szenario. Das bedeutet... Ja, nee, doch, das muss so stimmen. Okay, das ist ein tricky one, actually. Das Essen, das man genießt... Okay, das macht Sinn. Bro, das war echt schwerer als gedacht, Bro. Das war wirklich eine sehr schwere Seite, Mann. Wir machen noch eins. What the fuck? Das oder das? Das ist hier die Frage. Ich muss das hier wieder groß schreiben. Viele verwechseln das und das, obwohl das Problem gar nicht so groß ist. Schon als Wortart unterscheiden sie sich. Nein, Bro. Das ist ein wer Artikel. Meint, das Lernen nichts bringt und wer meint, das Lernen bringt nichts. Es kommt auf die Reihenfolge der Wörter nichts und bringt an. Nicht bringt macht Lernen zum Nominativ. Bringt nichts macht Lernen zum Nomen. Ja, aber Groß-Kleinschreibung auch. You know? Wenn der Satz anders formuliert wäre, dann wäre es zwar schlechte Reihenfolge der Wörter, aber man könnte es trotzdem machen. Right? Nein, ich glaube schon. In Österreich so leicht, weil wenn man im Dialekt es sagen kann, dann ist es das. Ja, okay, das, Alter, das ist krass. Funktioniert das wirklich? Das ist ja crazy. Wenn du es durch dieses, jenes oder welches ersetzen kann, ist es mit einem S. Ja, halt, wenn es halt ein Artikel ist. Zum Beispiel heißt es das Computerspiel und das Glück, aber auch das Schreiben und das Lesen oder... Das mit einem S kann man jenes. Welches das Schöne? Achso, ja, das Schöne und das Gute, ja, nochmal. Das kann auch ein Pronomen sein. Ein Demonstrativpronomen. Merken kannst du dir, dass man in diesem Fall das mit dieses austauschen kann. Zum Beispiel das Buch, er meint das. Oh. Da. Wenn man erst als gestandener Mann realisiert, dass Groß- und Kleinschreibung im Deutsch test auch relevant sind. Okay, Bro. Nein, aber es ist eine fucking Website, Dog. Als ob das da wichtig ist. What the fuck? Wirklich, Leute, die auf WhatsApp mit Groß- und Kleinschreibung schreiben, die nehme ich auch einfach nicht ernst. Das ist einfach so. Außer ihr seid jetzt wirklich da auf super Business und kennt die andere Person nicht und das ist super offiziell. Okay, maybe dann. Alright, aber ansonsten seid ihr Knecht. Das ist mega weird, Bro. Macht das nicht. Autokorrektur wird direkt in der ersten Minute, wo ich ein neues Handy habe, ausgemacht. Das ist die schlechteste Funktion, die ein Handy zu bieten hat, Bro. Das stresst viel mehr, als dass es hilft. Bro, wie oft da Sachen wieder korrigiert werden zu irgendeiner Scheiße, direkt ausgemacht. Fuckt überhaupt. Ich habe nur diese drei Dinger immer an, wo man dann so auswählen kann. Check hier. Digga, Autokorrektur mega Arsch. Ich hasse das. Das erklärt einiges. Nein, Real Talk, ich find's Arsch. Ich find's Arsch. Ich hasse das. Seit Jahren aus. Das wurde mir auch beigebracht. Im Schwäbischen kannst du einfach immer statt das einsetzen. Das ist stark. Das kann auch ein Relativpronomen sein. Dann kann man das mit welches austauschen. Zum Beispiel heute habe ich das Glück, das ich mir wünsche. Welches ich mir wünsche. Ja, okay, das macht Sinn, ja. Er gibt mir das Heft wieder, das ich ihm ausgeliehen habe. Ja, okay, jetzt macht Sinn. Nach einer kleinen Wiederholung check ich es auf jeden Fall. Das sollte alles stimmen. Es geht noch weiter. Holy shit. Das Relativpronomen. Das bezieht sich also immer auf das vorhergehende Nomen. Und nun zu das. Das ist eine Konjunktion. Mit das kannst du... Ich bin der Meinung, das meinst du, dass du heute zu mir kommen kannst. Das bedeutet, dass ich auf dich warten muss. Er glaubt, dass er morgen wieder gesund ist. Ich mache das, ohne dass ich dafür Geld bekomme. Man sieht, dass das mit dem und das und dem das nie aufgeben, gar nicht so schwierig ist, so dass man das und das eigentlich nicht verwechseln kann.
95%. Oh, sorry, Digga. Ich hab das groß geschrieben. Oh mein Gott, ich bin ein Hurensohn, Digga. Es stand sogar in Anführungsstrichen. Yo, mein Fehler. Achso, und hier ist es klein geschrieben. Yo, GG's, Schere. Ja, nee, war meine Schuld, das riecht. Digga, was eine Scheiße, Bro. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße, Bro. Real Talk. Und der Mann ist reich, nie aufgeben, Chat. Bro, Real Talk. Also bei so Rechtschreibung würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut und so, Grammatik und so. Aber wo ich krass merke, dass ich was mache, wo man nicht schreibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es ist, wenn man einen relativ normalen Job hat oder so. Aber Bro, vor einem Jahr oder so habe ich mal wieder was so, da habe ich nach langer Zeit, habe ich mal wieder eine Karte für einen Geburtstag geschrieben mit der Hand, Junge. Und es hat sich so weird angefühlt, Bro, was mit der Hand zu schreiben, weil ich sonst nie irgendwas mit der Hand schreibe. Ich schreibe nie was mit Füller oder so. Oder mit Kugelschreiber. Ich mach das nicht. Es gibt so selten Momente, wo das ist. Und dann habe ich so einen Text geschrieben, so einen etwas längeren. Klar, man schreibt mal irgendwo mal seinen Namen hin und seine Adresse. Aber ich meine, mal so einen richtig längeren Absatz. Wann macht man das? Das war so, what the fuck, Alter. Keine Notizen? Nein. Achso, meint ihr jetzt, ob ich kann? Nee, ich mache keine Notizen. Ich schreibe alles, was ich Notizen mache, mache ich diesen hier. So, dann mache ich das hier auf Maximum Scrollung, damit ich es auch immer sehe. Dann schreibe ich drauf, E-Mails beantworten, als Beispiel. Und dann ziehe ich mir das auf den rechten. Oder da oder diese Klebenotizen. Also Notiz, hier diese. Mal gucken, ob da noch irgendwas Weirdes ist. Wieso so groß? Nicht, keine Ahnung, dann sehe ich 2013 hier in Deutschland und hätte nie gedacht, dass ich mich so abfacken werde über einen blondhaarigen Typen, der seine eigene Sprache nicht kann. Okay, Bro. Retalk, die Dinger sind auch krass. Die Dinger sind auch OP, alright? Hier reinschreiben, E-Mails, zack, Bogen, Abfahrt, dann das da einfach hinmachen und dann hängt es da einfach da. Die Dinger sind auch krass. Die sind auch heftig. Die benutze ich auch. Aber nee, ich benutze nie einen Zettel. Ich könnte nicht mal sagen, wo ich das habe. Die internationale Red Bull Breakdance